Wir werden heute den Gourmand killen, den Bosswurm im dunklen Äther. Das Ganze haben wir am Mittwoch schon versucht, als Season 1 released wurde. Allerdings ist das Spiel so oft abgestürzt und wir haben so oft unsere ganzen Sachen verloren. Das ist wirklich, also das war einfach nur krass. Ich hoffe, dass es heute nicht abstürzt und dass wir unseren Versuch machen können. Hier ist unser Loadout für diesen Versuch und zwar nehmen wir die Holger mit, die ist nur auf Stufe 12. Das heißt, wir können sie auch super leveln im dunklen Äther. Dann haben wir das EGL dabei, das ist auch nur auf Stufe 3, das können wir auch super leveln. Allerdings ist das wirklich essentiell wichtig, weil das EGL dazu da ist, den Wurm wieder aus dem Boden zu holen. Der Wurm versinkt ab und zu im Boden und heilt sich dann. Ich habe ihn teilweise am Mittwoch wieder voll geheilt wiederbekommen, also es ging gar nicht. Deswegen das EGL, das soll ihn ständig aus dem Boden locken. Und wir müssen ja alles alleine machen, deswegen ist es wichtig, dass wir den Wurm zumindest von der Selbstheilung abhalten. Wir nehmen ein Werkzeug mit und ein Pekka-Punch-Kristall. Das heißt, wir kriegen das Ganze direkt auf Legendär und Pekka-Punch 3 für die Holger. Und die EGL, ja, die werden wir einfach ein bisschen leveln. Beziehungsweise dann auf Pekka-Punch 1 machen. Das reicht vollkommen aus. Dazu die wichtigsten Perks sind Tempo-Cola, das ist ganz klar. Juggernog, unendlich wichtig. Und Stehvermögen. Die drei sind einfach die standardbesten Perks. Und noch die Elementar-Limo. Weil die Elementar-Limo vielleicht noch ein bisschen mehr Damage macht auf dem Wurm. Wir vermuten mal, dass er auf Eis besonders empfindlich ist. Ich habe schon einige Munitionsmodifikationen ausprobiert. Napalm ist ja normalerweise das Ding gegen Bosse. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade bei diesem Boss Napalm nicht so viel bringt. Und genau im Gegenteil, dass Eis viel, viel härter reingreift. Bin mal gespannt, wie das Eis jetzt ja. So, wir sind zufrieden, einigermaßen zumindest. Wir haben jetzt die RGL auf grün, mehr war leider nicht drin, aber sie ist Pekka-Punch 1, das reicht vollkommen aus. Drei Wiederbelebungen, zwei Turmplatinen, wir hoffen ja immer, dass ein Turm in der Nähe ist. Und der Rest mit Platten, wir versuchen relativ am Anfang zu schauen, ob ein Turm da ist. Falls nicht, können wir die Platinen wegschmeißen und da noch mehr Platten reinhauen. Ja, und drei Wiederbelebungen, also das sollte doch reichen, hoffe ich. So, wir sind da und was ich noch vergessen habe, wir haben noch den Hund geholt. Wir haben am Anfang super schnell Fleisch bekommen wegen dem RGL. Das RGL hinterlässt bei jedem Zombie gefühlt Fleischstücke. Stufe 3 Hund. Und Dr. Nietzsche war natürlich auch noch super wichtig mit dem RGL, dass wir nicht von unseren eigenen Granaten abgeschossen werden. So, jetzt lass uns versuchen, relativ schnell durchzugehen. So, wir nehmen uns Siegel 1. Das ist somit das schwerste Siegel, weil wir hier in diesem Siegel einfach in diesem Mini-Raum sind. Das ist so ätzend, das ist Feuersiegel. Wir starten mal. Let's go, 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 go. Und go. Gegner müssen jetzt immer abgeschossen werden, wenn wir in diesem Kreis sind. Auf geht's. Das ist aber wirklich das ekligste Siegel von allen, würde ich sagen. Okay, noch einer. Jetzt haben wir's. Der Wurm wird nachher hier unten sein. Das heißt, wir müssen unbedingt noch dran denken, nachher zu schauen, ob da Türme sind. Ultra, ultra wichtig. Wir haben jetzt das zweite Siegel. Das zweite Siegel sagen einen, das ist das schwierigste. Einige sagen das, weiß ich nicht, mache ich selber ein Bild. Das ist halt ein relativ offenes Siegel. Ich wundere uns gerade, warum so wenig Zombies nachkommen. Ich glaube, es liegt echt am Hund. Der hält alles auf. Komm her, Haras. Bei Fuß. Lass die Zombies hierher. Lass die Zombies in Ruhe. Lass die Zombies in Ruhe. So, dann machen wir jetzt das mittlere Siegel. Das ist das leichteste von allen. Eigentlich wollte ich mir das zum Schluss aufheben, aber wir sind einfach zu nah dran. Wir sparen uns Zeit und Zeit spielt hier wirklich eine große Rolle. Deswegen gehen wir zum mittleren Siegel. Und start. Es ist das Eissiegel und das ist wirklich das leichteste. Hier kommen schon relativ wenig Zombies. Ich hoffe, dass der Hund jetzt nicht noch mehr Zombies abhält. Guck mal, es kommt halt einfach keiner. Ich kann die Hände sogar wegnehmen. Das geht normalerweise gar nicht. Ich muss sagen, ich vermisse gerade meinen Hund. Ist der down gegangen? Das wäre der Oberhammer, wenn der jetzt schon down ist. Weil momentan höre ich meinen Hund nicht mehr. So, es müsste einmal nach rechts. Aber ich werde die Zeit jetzt mal kurz nutzen, um an den Strand zu gehen, um schon mal zu schauen, ob hier ein Turm ist. Also hier müssen wir gleich hin. Hier unten kommt der Wurm. Wir gehen mal den Strand entlang. Also ich glaube wirklich, dass unser Hund down ist. Kostet mich jetzt ein bisschen zu viel Zeit hier. Okay, lass hier hochgehen. Ich sehe auf jeden Fall keinen Turm. Lass uns zum Siegel durchgehen. Lass zum Siegel durchgehen. Lass hier oben lang gehen. Und das vierte Siegel. Auf geht's, auf geht's, auf geht's.
So, Siegel 4 ist down. Wir müssen jetzt eigentlich ganz schnell zum Strand. Ich will trotzdem nochmal nach den Panzerplatten gucken. So, wir haben halt vorhin bei dem Strandausflug super viel Zeit verschwendet. Das kommt uns jetzt teuer zu stehen. Wir sind bei 17 Minuten, das ist relativ spät. Ja, uns fehlen jetzt zwei Platten. Das ist nicht schlimm, die kriegen wir gleich. Aber ja, im Grunde genommen können wir die Schaltkreise jetzt komplett raushauen. Die werden wir jetzt nicht brauchen, leider. Und eigentlich können wir, bevor wir den Boss angreifen... Das Problem ist nämlich, sobald der Boss kommt, kriegen wir weniger Zombies. Das heißt, wir können jetzt mal ganz schnell die Platten auffüllen. Kostet natürlich noch mehr Zeit, aber ich glaube, das ist es wert. So, wir sind voll. 22 Platten oder was? Ja, 22. Okay. Wir gehen runter, holen den Boss. Let's go. Okay, here we go. So, Geschütz ist down. In der Zeit versuchen wir mal, erstmal zu überleben. Er hat direkt die Torpedos rausgehauen. Was? Was ist mit ihm? So, es muss hier... Okay, hier geht's hoch. So. Oh, scheiße. Boah, ich war gerade null on point. Ein Torp ist noch da. Okay, Torp ist down. Gut. So, das ist jetzt unser Punkt. Von hier oben werden wir jetzt das Monster besiegen, hoffe ich. Let's go. So, jetzt geht er unter die Erde. Bleibt er im Granatwerfer. Okay, da kommt er. Krass, dass hier so viele Zombies hochkommen. Okay. Und die Orbs kommen auch hier runter. Also. Das Ganze funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Wir müssen rein. Ich muss mich um die Torpedos kümmern. Wir müssen das einfach durchziehen. Normalerweise wäre es so gewesen, dass dieser Balkonplatz uns vor den Torpedos schützen soll, aber es funktioniert einfach nicht. Also machen wir ohne. Einmal sozusagen oben ohne. Da. Oh Leute, ist das ein Stress, das ist unfassbar. Wir haben nur noch 13 Minuten. Wenn er diesen Angriff macht, macht er normalerweise den... Oh. Ich wollte nicht sagen Strahl. Strahl ist eigentlich ganz gut für uns. Oh, wie viele Torpedos da mal Jos lag. Also wir machen schon okay Damage. Könnte natürlich mehr sein. Vorsicht, dass er strahlt. Ist die Animation am Arsch? Ne, das ist der Strahl. Das ist der Strahl. Den können wir kontern. Seinen Strahl können wir kontern. Okay, jetzt müssen wir wieder rausholen.
Er ist oben bei uns. Wir warten schon, bis er unten ist, oder? Und jetzt. There we go. Strahl. Jetzt. Oh, die Torpedos wieder vergessen. Ich habe auch gar nicht gesehen, dass er die abgefeuert hat. Das muss diese Bewegung nach links gewesen sein. Okay, Tops und Down. Okay, Wechsel. Niemand sagt, das wird leicht. Spiele sollen doch Spaß machen, oder nicht? Warum machen wir das hier eigentlich? Das sind die. Das ist der. Genau, das ist der. Das ist der Torp. Okay, okay. Wir müssen uns merken. Normalerweise sieht man doch, wie die Torps rauskommen. Jetzt, das ist der Strahl. Oh, er hätte mich fast erwischt. Er hätte mich fast erwischt. Nein, warum lädst du denn jetzt nach? Brudi. Oh, meine Muni ist alle. Gut, dass wir die Torps down haben. Lass uns schnell die Muni nachfüllen. Wo war nochmal die Muni? Hier unten. Oh, das ist jetzt nicht ungefährlich. Okay, Muni ist, Muni ist, Muni ist. Oh, 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 oh. Eigentlich Glück im Unglück, dass er in dem Moment jetzt... Okay, da kommt er. Da gehen wir ein paar Hits. Pops. Zwei nicht erwischt. Einer noch. Da. Okay, alle down. Da Strahl 1. Strahl 2. Nee, er geht runter. Ich lade gerade keine Platten nach, weil ich überlege, ob ich meine Fähigkeit nehmen soll. Okay, Tops. 1, 2, 3. Oh, 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 oh. 4, 5. Ein paar Platten auf dem Boden. Ich will echt sparen mit den Platten. Auch wenn das vielleicht nicht der richtige Moment zum Sparen ist. 1, 2. Okay, er kommt hoch. Ne, er kommt, er bleibt unten. Oh, er ist eigentlich direkt bei mir. Ich warte, bis er runter geht. Okay, jetzt. 2, 3, 4. Wechsel. Wir kriegen kaum kritische Treffer, leider. Torpedos. Ja, hinter mir ist ein Zombie. 3 habe ich down. 4, 5. Strahl. Oh, ich weiß nicht, ob es reicht. Oh, der war knapp. Ich glaube, ich habe aber sein Maul getroffen. Mann, Zombie. Ja. Da haben wir kritischen Punkt getroffen. Wir machen eigentlich ganz gut. Wir haben schon mal jetzt schon 50%. Wir haben nur 8 Minuten. Jetzt Strahl. Oh, der Strahl habe ich aber fast erwischt. Wo kommt denn jetzt der Torpedo her? Oh nein, ich habe den Torpedoangriff nicht gesehen. Hat er 5 Torpedos? Ja, 2, 3, 4 und 5 sehe ich nicht. Es sind nur 3 Torpedos. Das ist irgendein anderer Angriff, wo er nur 3 Torpedos raushaut. Okay, komm, 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 komm. 1, 2, 3, 4, 5, okay. 8 Minuten. So, das machen wir jetzt einmal mit jeder Waffe, um das zu... Um für den Spaß. Oh Mann, ich habe die Torpedos schon wieder nicht gesehen. Ich glaube, das ist mein größter Schwachpunkt momentan. Oh nein, oh nein. Wie viel? Ich habe keinen Überblick. Wie viele Torpedos sind es noch? Sind alle down? Nachladen. Oh mein Gott, ich darf sie nicht heilen. Schnell. Oh nein, oh nein, oh nein. Er kommt. Ich glaube, er hat sich nicht geheilt. Und wenn, dann nur ganz wenig. So, Torpedos. Sehr gut. 2, 3. Oh Mann, ey. Okay, Torpedos sind down. Ja, er verbuddelt sich relativ schnell jetzt, habe ich das Gefühl. Okay, jetzt. 2, 3. Wechsel. Schuss. Ich versuche jetzt mal nicht zu weit wegzugehen, wenn ich die Torpedos angreife.
Oh Mann, Zombie, muss das sein? Jetzt Strahl. Unterbrochen. Gut Damage gemacht, glaube ich. Ja, da waren ein, zwei kritische dabei. Was das für ein. Das, was das war? Ah, Torpedos. Wenn ich sage, was ist das, dann waren es Torpedos. Aber da fehlen noch zwei Torpedos, oder? Ich sehe keine. Strahl, Strahl, Strahl. Hab ich. Kritische. Granatwerfer. Granatwerfer, hol doch den Granatwerfer. Wieso holt er den nicht raus? Komm, hol den Werfer raus. Tops. Oh, nicht der beste Zeitpunkt nach Land. Oh nein, ich habe keinen einzigen erwischt. Manchmal habe ich das Gefühl. Okay, alles gut, alles gut. Tops. Oh nein, oh, ich bin runtergefallen. Sollen wir es zum Nachladen nutzen? Ich habe nicht geguckt, wie viel Munition wir noch haben. Und wie viel 300 noch, okay. Schöne kritische. Nochmal kritische. Gute Hits. Torpedos. Er hat keine Torpedos abgeschossen, doch. Er hat die nach links geschossen, deswegen habe ich nicht direkt gesehen. Oh, Strahl. Oh. Strahl nicht unterbrochen, ich bin down. Erste Wiederbelebung ist weg. Aber er leidet, Leute, es läuft ganz gut eigentlich. Guck mal, was ist mit dem? Tops. Das waren, glaube ich. Jetzt waren das alle Tops. Strahl, habe ich nicht gesehen. Ist okay. Noch ein Strahl. Guck mal, ich kann nicht mehr unterbrechen, gefühlt. Ich glaube, ich muss bei den Strahlen jetzt immer in Deckung gehen. Ich habe das Gefühl, ich konnte die zweimal nicht unterbrechen. Oh, er kommt. Schritt zurück. Obwohl, mach kritisch in der Nähe. Keine Platten, ich muss gleich mal Platten nachholen. Torpedos. Nach den Torpedos hauen wir Platten rein. Aber erst die Torps. Weil die Torps so viel Platten abziehen. Okay, jetzt Platten. Und rein. Das ist gut. Zeit? Oh, 4 Minuten nur noch. Klar, ich habe zu viel nachgeladen, glaube ich. Granatwerfer. Oh Mann, Brudi. Okay, er kommt. Oh, kann sein, dass ich noch einmal Muni nachholen muss, ne? Torpedos. Okay, nicht so gut. Das war der letzte. Nachladen. Also ein paar kritische Treffer jetzt. Maul. Ja, und kritische. Komm. Oh! Fuck. Nein! Oh nein. Oh, hol die Muni, wieder schnell um das. Muni, hoch. Landen, hoch. Oh mein Gott. Er kann mich natürlich jetzt nochmal fressen. Doppelfresser. Okay, Torpedos. 3 Minuten noch. Ja, also dieser Strandausflug vorhin hat zu viel Zeit gekostet. Wir hätten jetzt 3 Minuten mehr. Ich krieg die Torpedos nicht. Ich darf jetzt nicht nervös werden. Wir müssen halt relaxed bleiben, ne? Ein bisschen entspannen. Tee trinken. Ich habe doch Muni geholt. Und trotzdem gefühlt. Ah doch, 700 Schuss. Okay. Schöne kritische. Obwohl, nicht schöne. Waren nur 2 Stück. Hat er Torpedos rausgehauen? Ich hab's nicht gesehen gerade. Da gingen ein paar kritische rein. Er geht down. Nein! Ich habe durchgezogen, ich bin nicht ausgerüstet, weil ich dachte, das reicht, dass er down geht. Oh mein Gott. Oh nein. Okay, kein Blödsinn machen. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Ich mach die Torpedos. Holger geht auf Stufe 20. 8 Level gelevelt. Der Wurm ist down, Leute. Ehrentröte geht raus. Okay, Ehrentröte geht nicht raus. Holy shit.
Oh mein Gott. Koffer, Koffer, goldener Schädel, Wiederbelebung. Aber wir haben das Buch nicht bekommen. Wir können den Granatwerfer noch aufleveln. Wir haben noch eine Minute Zeit. Aber wir haben kein Buch. Oder kriegen wir das Buch? Ach, hier ist das Buch. Hier ist das Buch. Ein verschlossenes, in Leder gebundenes Tagebuch, eisiger Nebel und gibt das Buch. Das erste Item für das Öffnen der dunklen Ätherrisse. Oh Leute, ey, wir haben es geschafft, GGs. 1 Minute 25 haben wir noch. Ich zeige euch gleich noch das Bild von den Waffen, wenn das jemand interessiert. Am Ende des Tages habe ich gehofft, dass wir oben auf dem Balkon uns in Deckung begeben können, aber es hat nichts gebracht. Wir mussten ihn ganz regulär killen. Ist ja auch okay. Ist ja auch okay. So wie es gedacht ist eigentlich. Ja, im Endeffekt, die Hütte war das Ding, hinter der Hütte zu bleiben. So, wir gehen raus, GGs. An dieser Stelle ganz wichtig, solche Zwischensequenzen niemals abbrechen, ansonsten kann es passieren, dass das Level als nicht abgeschlossen gilt. Also da ganz, ganz, ganz vorsichtig sein, immer die Dinger zu Ende gucken. So, zum Schluss noch Slowdown, das RGL, das kann man nicht großartig verändern, da könnt ihr halt eine Skin draufpacken. Und die Holger ist hier in dem Fall so ein Standardbild. Also wir haben einmal den Ole-Laser für schnelleres ADS, NK3, ganz Standardvisier. Dann ganz, ganz wichtig, das 100-Schuss-Trommelmagazin und der schwere Brünn-Unterstützungsgriff sowie der RF-Crown-Muscle-Break. Könnt ihr gerne sagen, ob ihr da mehr Erfolg habt mit besserer Munition, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass es auch so wirklich sehr, sehr gut ging. Und ich glaube, möglicherweise war der Eis-Mod entscheidend. Also ich habe es ein paar Mal schon versucht mit Napalm und da haben wir viel weniger Damage gemacht als mit der Eismod. Da müssen wir noch genauer gucken, ob da wirklich so große Unterschiede sind. Aber vom Gefühl her, die Eismodifikation wirklich, wirklich am besten. Als nächstes werden wir jetzt die dunklen Ätherrifte öffnen. Dazu brauchen wir noch die drei anderen Items. Dazu im nächsten Video mehr. Bis dahin verabschiede ich mich. Sage Astrolego. Viel Spaß und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.